Hallo, liebe Geisterjäger-Fans und herzlich willkommen zu einem neuen Exklusiv-Unboxing hier auf Andis Kinoblog. Und natürlich grüße ich auch meine normalen Abonnenten, die jetzt nicht so Geisterjäger-Fan besessen sind wie ich oder auch meine anderen Geisterjäger-Kollegen. Ja, ihr Lieben, ich habe heute ein Spezial-Unboxing für euch vorbereitet, beziehungsweise das werden wir jetzt gleich zusammen durchführen. Und zwar geht es jetzt in die nächste Runde meines Projektes, der Projektbau eines Protonenpacks. Es hat sich in den letzten Tagen einiges ergeben und wie ihr vielleicht mein letztes Video oder mein erstes Video zu diesem Projekt gesehen habt, habe ich ja ganz klar gesagt, dass ich mir ein Protonenpack mit den Originalteilen selber bauen möchte. Allerdings muss ich jetzt dazu sagen, hat sich wie gesagt in den letzten Tagen einiges getan. Und dieses Projekt wird natürlich nicht scheitern, sondern wie ihr hier schon sehen könnt, bin ich jetzt schon mitten dabei. Ja, ich habe mir bereits zwei Sachen bestellt. Das eine hier vorne, seht ihr ja, ich muss jetzt leider die Kamera abnehmen, damit ihr das mal richtig sehen könnt. Wird jetzt ein bisschen wackeln, deswegen nicht erschrecken. So, dieses gute Gestell ist das sogenannte Alice Frame. Und dieses Gestell benötigt man, um nachher, wenn das Protonenpack fertiggestellt ist, dahinter zu montieren. Das ist ein mehr oder weniger Armee-Rucksackhalter von der US Army, glaube ich. Wie auch im Film gesehen, ist das alles grün, so fast schon original. Ich habe mir das hier bei einem deutschen Hersteller bestellt, beziehungsweise eBay-Verkäufer. Ich sage immer Hersteller irgendwie, keine Ahnung. Egal, auf jeden Fall habe ich das hier von einem deutschen eBayer. Und das ist somit fast das einzige Teil, was man hier in Deutschland für ein Protonenpack kriegen kann. Alles andere muss leider importiert werden aus dem Ausland. Die meisten Sachen natürlich aus USA. Ja, dieses sogenannte Alice Frame, so nennt man das, wie gesagt, ist dafür da, dass man hier nachher, so eine Art Kampfrucksack oder Marschgepäck drauf machen kann. Viele Wanderer benutzen sowas auch. Und im Film haben die lieben Geisterjäger auch so ein Teil. Und hier hinten wird dann das Protonenpack installiert und dann kann man es natürlich auch schultern. Ich hatte ja eben schon bereits gesagt, dass sich einiges getan hat. Und ich bin jetzt auf einen Verkäufer gestoßen, der für ein gutes Geld eine sehr, sehr tolle Qualität abliefert und ein Protonenpack baut. Und somit hätte ich ja schon fast dieses Teil und das dahintere Teil, wozu ich gleich noch kommen werde, eigentlich fehlbestellt. Nun gut, so ein Alice Frame kostet jetzt 24 Euro, da wollen wir nicht meckern. Weil ich habe hier noch jemanden zu Hause und auch noch einen Kumpel, der liebe Mischa von Mischas Filmwelt. Der will ja auch den Geisterjäger beitreten. Und vielleicht hat der Interesse nachher an diesem Frame, falls ich es verkaufen sollte. Dann braucht er das nämlich nicht mehr zu kaufen. So, aber wie gesagt, es geht jetzt in die nächste Runde. Und ich bin mir jetzt noch nicht ganz so sicher, was ich machen werde. Ob ich mir denn so ein Protonenpack bauen lassen werde für viel Geld. Das heißt viel Geld. Ja, also derjenige, der das baut, verlangt 1000 Euro, inklusive mit Licht und Sound. Und wenn ich gucke, wenn ich die ganzen Sachen bestelle im Internet mit Transportkosten und Zoll eventuell, komme ich fast ähnlich auf so einen Preis. Da kann man es eigentlich auch bauen lassen. Wie gesagt, da bin ich mir noch nicht sicher, aber das Projekt geht weiter. Und das Einzige, woran es momentan etwas scheitert, ist, dass ich etwas sparen muss. Ja. Man hat nicht gerade einfach mal so 1000 Euro auf dem Buckel. So, jetzt kommen wir aber zu einem wirklich tollen Teil. Und zwar, auch wenn ich jetzt kein Protonenpack selber bauen werde, ist dieses Ding hier die sogenannte Neutrino-Wand. Man kann auch sagen Proton Gun und. Das ist das Gerät, was die Geisterjäger nachher in den Händen halten und wo letztendlich der Fangstrahl rauskommt, um die Geister einzufangen. Also praktisch die Protonenwaffe bzw. Pistole, sage ich jetzt mal so. Ja, die Firma Mattel hat vor einiger Zeit eine Ghostbusters Collection rausgebracht und man kann die über Amerika beziehen. Ich habe sie jetzt von einem deutschen eBay-Händler bezogen. Der Preis war jetzt bedauerlicherweise 200 Euro, liegt aber daran, dass wirklich
das Ding hier schon fast ein 1:1 Replika ist, mit Sound und allem drum, was dazugehört. Also ich könnte jetzt theoretisch mir ein Protonenpack bauen, ohne diesen Strahler, und könnte diesen dazu montieren, denn der hier hat eine separate Stromquelle und separate Licht- und Soundeffekte. Dabei muss ich sagen, geht es mir hier nicht so wirklich um die Soundeffekte, sondern eher um die Lichteffekte, die wirklich bei diesem Ding hier Hammer sind. Ich habe eben schon mal reingeguckt, ich habe schon Batterien reingemacht, denn das Ding geht natürlich mit 3 AAA Batterien und es ist absolut geil. Also als Replika oder fast als Original geht es durch und es ist wirklich gut verarbeitet und das habe ich mir jetzt bestellt, beziehungsweise gegönnt. Denn wenn ich, sage ich mal, ein Protonenpack selber bauen wollte oder müsste, dann wäre das natürlich auch sehr viel Futschelarbeit, diese sogenannte Neutrino-Wand selbst zu bauen und mit der ganzen Elektronik drin zu verlegen. Ich habe schon gesehen, man kann hinten eine kleine Kappe abmachen eventuell. Das müsste man gucken. Und da drin kann man natürlich dann diese Gun mit dem Pack verbinden, mit einem Schlauchsystem. Und dann hat das Ding sogar eine Vorrichtung, um an das Protonenpack, ja, dran zu heften, beziehungsweise zu klicken, oder ja, die Haltevorrichtung, um die Gun mit dem Protonenpack zu verbinden, ist auf jeden Fall da. So, ich werde jetzt auf jeden Fall mal die Kamera etwas höher machen. Und bitte nicht erschrecken, weil es geht nämlich jetzt weiter. Und ja, dann sehen wir uns jetzt zu der weiteren Geschichte hier. Und dann packe ich das Teil mal aus und demonstriere euch das einfach mal. So, ich habe jetzt mal die Perspektive etwas geändert. Ich habe so auch noch nicht gearbeitet. Und ich mache jetzt mal den Deckel auf. Und wie ihr hier sehen könnt, das ist natürlich ein schöner Pappdeckel. Den behalte ich natürlich, falls ich mal in die Versuchung kommen muss, dieses Protonenpäckchen oder beziehungsweise diesen sogenannten Neutrino-Wand zu verkaufen. Hier drin haben wir eine Bedienungsanleitung, die lasse ich allerdings jetzt zu. Und ihr seht, dass es hier von Original Mattel ist. Und ja, ich bin sehr froh, das Ding jetzt zu haben, weil Mattel ist der einzige Hersteller, der diese Neutrino-Wand beziehungsweise diese Ghostbuster-Sachen hier hergestellt hat. Und wie ihr hier schon sehen könnt, haben wir hier auch schon den Protonenstrahler mehr oder weniger in seiner vollen Pracht. Und das Teil sieht wirklich cool aus. Ich liebe es. Ich finde es richtig geil, denn es sieht fast aus wie Original. Was heißt fast? Es sieht aus wie Original. So, jetzt ist der Styropor noch runtergefallen, aber das ist ja kein Problem. Wie gesagt, das Ding ist klasse, oder? Also sieht hier schon mal richtig gut aus. So, ich tue den Karton zurück und nehme den Strahler einfach mal raus. Und das Ding hat sogar richtig Gewicht. Und mache einfach mal kurz nochmal den Deckel drauf. Ja, ich drehe das mal. Das ist jetzt der Protonenstrahler bzw. die sogenannte Neutrino-Gun oder Neutrino-Wand. Und ihr seht halt, wenn ich das in die Hand nehme, es ist schon wirklich fast, ja, es ist glaube ich 1:1. Und es sieht auch dementsprechend aus. Also ich finde es richtig geil. Man hat hier gewisse Abnutzungen gemacht, wie beim Originalpack, ja. Metallabnutzungen, und ich muss dazu sagen, das ganze Ding besteht aus Kunststoff und aus bisschen Metall, und natürlich, aber es ist wirklich sehr, sehr gut und stabil verarbeitet, und so schnell kriegt man das nicht kaputt. Hier hinten käme dann der Schlauchansatz rein, hier kann man aufschrauben oder irgendwie aufmachen. Ich habe schon gesehen, im Internet haben das einige Leute gemacht. Wie das jetzt geht, weiß ich auch nicht. Und ja, es ist wirklich sehr, sehr geil, auf jeden Fall. Ja, das Protonenpäckchen oder beziehungsweise die Neutrino-Wand hat hier 2 Schrauben, die macht man auf, dann kommen dann die Batterien rein, und das ist dann die Vorrichtung für den Halter, um das Ding ans Protonenpäckchen dran anzuschließen. Ja, ansonsten gehe ich einfach mal nah ran. Hier haben wir die Apparatur. Hier haben wir natürlich eine weitere Apparatur, um das Ding natürlich gleich zu aktivieren. Dafür werde ich natürlich mal das Licht ausmachen. Und ich habe mal gesehen, wenn man dieses Ding hier, das nennt man Clipart, also dieses komplette Gerät hier, bestellt über Amerika, da gibt es Händler, die wollen 70 Euro für das eine Ding hier. Nur weil das so, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so selten ist. Ich habe mich mit dem Thema noch nicht so ganz hundertprozentig befasst mit der Technik. Hier oben haben wir einen Drehregler. Damit kann man die Intensivität des Protonenstrahls einstellen, wie in dem Film. Ich glaube, im zweiten Teil war das, wo er gesagt hat,
verkürzt deinen Strahl, sonst brennst du mir das Gesicht weg. Dafür ist das wohl gedacht. Und ja, hier oben ist die Gun, die macht auch Lichteffekte, aber die können wir gleich noch ausfahren. Ich finde, das sieht super aus, also richtig genial. Ja, hier ist eine Kühlplatte, soll so sein. Die ist natürlich auch aus Kunststoff und die Schalter, Wahnsinn. So, gut, ihr habt jetzt schon mal einen kleinen Probesound gehört. Ich werde jetzt mal das Licht etwas dimmen hier. Und dann werde ich euch einfach mal das gute Ding vorführen. Ich will jetzt nicht alles ausmachen, aber ihr sollt ja auch sehen, wie das hier so funktioniert. Also wir haben hier die erste Möglichkeit. Jetzt muss ich die Kamera noch ein bisschen runter tun. Und ich mache einmal hier noch hinten das Licht aus, beziehungsweise, ja, ich mache es am besten aus. So, jetzt ist es etwas dunkel. Und jetzt starten wir die Frequenz. Dann mache ich den ersten Schalter hoch. Die erste LED leuchtet. Das heißt, wir haben die Gun eingeschaltet, wie auch im Film. Nun aktivieren wir die Gun. So, was bedeutet jetzt? Wir haben hier die LED-Anzeige. Das heißt, wir können den Strahl jetzt hier intensiver machen. Die LED blinkt und die LED ist auch an und das LED-Lämpchen ist an. So, jetzt ist natürlich die Gun bereit, aber noch nicht komplett aktiviert. Jetzt fahren wir hier vorne die Gun komplett aus. Ihr habt gesehen, Automatik, Hebel hoch, die Gun geht raus und jetzt aktivieren wir das Protonenpäckchen. Und wir sind ready zum Geisterjäger fangen oder zum Geisterfang. Hier oben ist noch eine weitere Lichteinheit angegangen und wir haben jetzt ein Blinken. Und hier auf dem Knopf können wir jetzt feuern. Und das machen wir jetzt. Innen drin befindet sich eine Vibrationsmechanik und die können wir hier einstellen über das Rädchen. Das heißt, jetzt ist weniger Vibration. Und der Sound, ich weiß nicht, inwiefern der jetzt über den Film hier rüberkommt, der Sound ist wirklich klasse, macht Spaß. Es ist wirklich ein super geiles Teil und ich kann nur sagen, für jeden Geisterjäger-Fan, auch wenn ich das jetzt nicht in meinem Protonenpack verwenden werde, wird es auf jeden Fall im Schrank stehen und eine super geile Deko darstellen. Und zwischendurch kann man auch mal mit dem Ding spielen. Ja, was soll man sagen? Von Mattel eine ganz, ganz tolle Sache. Ich werde in den nächsten Wochen noch eine andere Geschichte von Mattel vorstellen. Und das sind die Ecto-Guggles. Die habe ich dann natürlich dazu geholt für mein Kostüm. Aber hier der Strahler von Mattel, beziehungsweise die Neutrino-Wand ist eine absolut tolle Alternative, um sich den Bau einer Gun zu sparen. Ja, ihr Lieben, das war's von meinem Unboxing. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ich bin richtig zufrieden mit dem Teil. Kann nur sagen, richtig cool. Ist auf jeden Fall, auch wenn man es im Schrank stehen hat, ein definitiver Eyecatcher. Ich fahre jetzt die Gun vorne ein. Bisschen lautes Motorgeräusch hat es, aber nun gut, darüber kann man hinwegsehen, aber es ist trotzdem absolut nice one. So, dann schalte ich jetzt auch aus. Also wie im Film, so geil. Und das war's. Und nomit ist die Neutrino-Wand deaktiviert. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bekommt jetzt echt der ein oder andere auch Bock, sich so ein Teil zu kaufen. Und wie gesagt, wer sich ein Protonenpack bauen will und keine Lust hat, sich so ein Teil noch zu bauen, denn das andere ist schwer genug, der kann sich hierauf berufen und sich definitiv kaufen. Ich sag nur, hammergeil. Ja, in diesem Sinne, ab in die Rinne, das war's von mir. Entschuldigt bitte für die Wackelqualität teilweise. Mein Kamerastativ ist nicht mehr so wirklich in Ordnung. Das hat leider einen kleinen Knacks. Und deswegen muss ich hier immer ein bisschen noch festhalten. Und das ist dann ein bisschen schwierig. Das war's von mir. Bis dann.
wir sehen uns auf jeden Fall bei meinem nächsten Unboxing, das ist gewiss. Und auch zu meinem nächsten Update für Andys Kinoblog baut einen Protonenstrahler. Bis dann!